Hi zusammen. Ja, ein bisschen Anso-Porn. Ich habe da momentan zwei Messer bei mir. Eins davon ist von mir, das habe ich jetzt ja, ertauscht, so gesehen. Und das andere ist einfach im gleichen Atemzug mitgeschickt worden. Leider nicht aus Versehen, sondern einfach nur zum Bespielen. Es handelt sich hier um das Millennium. Das ist das Messer, was ich euch jetzt in diesem Video vorstellen möchte. Und das andere ist ein Sigi. Beide Messer von Jens Anso, beide Full Customs. Wie gesagt, das ist jetzt von mir. Das ist auch das Messer, was jetzt einfach verschwindet aus dem Bild. Und das Messer, das möchte ich euch einfach mal jetzt zeigen. Es ist für mich so ein Grail Knife. Also ein Messer, was ich schon immer haben möchte. Wenige Male oder einmal hatte ich die Gelegenheit, mir so eins zu kaufen. Da habe ich nicht zugeschlagen, einfach aus dem Grund, weil die Ausführung wirklich genau die ist, die ich am wenigsten haben möchte. Hier diese Ausführung mit den Titan Scales, mit dieser gerundeten Scale, die gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und die wirklich Traum Ausführung, die ich gerne hätte, ist eigentlich das gleiche. Nur hier in dem Bereich ist ein Inlay. So eine Art, ja, Sonnenstrahlen, so bezeichne ich das jetzt mal. Das geht um die Achsschraube hier rum. Und so eine Art Strahlen verlaufen nach unten, also wirklich nur in diesem Bereich. Und das ist schon etwas, ja, sehr, sehr Feines, aber die Dinger kriegt man einfach gar nicht. Und werden dann halt irgendwie auf USN oder was weiß ich, wo es die ganzen Foren gibt aus den Staaten, wo ich persönlich immer gesagt habe, nee, das will ich nicht, denn wenn ich da einmal anfange, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr chaotisch und gerade jetzt kann ich mir das überhaupt nicht erlauben. Das Sigi zum Beispiel ist, wie gesagt, aus einem Tauschgeschäft. Aus der eigenen Tasche da jetzt Geld rausholen, das ist auf jeden Fall nicht möglich. Habe momentan ja noch ein anderes Projekt nebenbei laufen und ein anderes ist ja, in der Planung, dementsprechend kein Geld für Messer. Aber immer wieder schön, wenn ich mal was Neues habe, was ich mit euch teilen kann. Und da bin ich auch immer dankbar, wenn es liebe Messerfreunde gibt, die mal das eine oder andere Messer einfach mal so sagen, hier, nimm mal, guck mal und vielleicht auch ein Video, so wie hier bei diesem Messer. Ja, das Millennium ist ein Full-Size-Messer mit einem Flipper, Kugellager und einem Liner-Lock. Im Grunde genommen ist der Aufbau sehr, sehr ähnlich mit einem Quaken von Lucas Burnley. Und ich sage immer, das Millennium, das ist etwas eleganter bzw. ja, bisschen schwungvoller als das Quaken. Aber vom Aufbau her sind die identisch. Für mich immer ein Punkt. Sorry. Ich muss so kurz weggreifen. Für mich immer ein Punkt, hier übrigens das Mini-Quaken, das wird auch demnächst vorgestellt. Ja, man sieht das eigentlich, denke ich mal, hier an den Ecken, an den Winkeln hier. Das ist im Grunde genommen eigentlich übernommen. Nur das Millennium ist eben, ja, gebogen. Ich glaube, das sind die Ennio-Teile, also die Schrottteile von Lucas Burnley. Und ja, der Jens Anso macht da was draus, glaube ich. Keine Ahnung. Jetzt klar, blöder Schritt, aber man merkt es einfach. Das sind gewaltige Ähnlichkeiten. Ich glaube auch, dass die zwei Jungs ganz gut befreundet sind. Frag mich da bitte nicht jetzt genauer. Ich habe da keine Antwort drauf. Der Fakt ist, genauso wie das Quaken, ist das halt eins meiner oder eins der Messerdesigns, die ich wirklich sehr, sehr gut finde, die ich auch für sehr, sehr tauglich einstufe. Das Millennium ein bisschen besser als das Quaken. Das Quaken ist ja schon ein sehr, sehr geiles Messer, aber es wirkt zu aggressiv, zu schlank, zu geradlinig. Hier aber das Millennium ist absolut ja, gegenteilig. Wir haben vom Aufbau her, wie gesagt, ähnlich wie beim Quaken, Vorder- und Rückseite eine Beschalung, die mittels Schrauben befestigt sind. Hier Titan. Gibt es mit Sicherheit noch in anderen Materialien, Micarta, Zirconium und so weiter und so fort. Hier die Rückseite der Achsschraube.
ist bronzefarben, leichtem Stonewash. Hier ebenfalls. Man sieht, das ist alles sehr, sehr schlicht gehalten, was bei den Dänen und anderem auch bei dem Voxnest so der Fall ist. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Jasper. Genau. Die machen ja alle wirklich teilweise brutale Messer, wirklich exzellent verarbeitet. Das hört man ja immer wieder. Aber in der Ausführung ist da selten wirklich Bling Bling dabei. Und das ist schon etwas, was ich auch ganz gut finde. Das muss auch schon mal sein. Der Titanclip, einfach ein Blechclip, kein 3D, passt bei dem Messer hervorragend. Ein Messer hier, also bei diesem Messer mit einem 3D-Clip, das fände ich, glaube ich, dann doch ein bisschen too much. Das würde zu viel auftragen, weil das Messer ist nicht unbedingt schlank. Wirkt aber keinesfalls sehr dick, weil es eben hier gerundet ist. Man sieht das, glaube ich, hier sehr gut. Also schon wirklich stark abgerundet. Und das Handgefühl ist ebenfalls sehr, sehr gut. Also ist wirklich sehr rund gemacht. Liegt absolut gut in der Hand. Man hat sehr viel Platz für die Hand. Das heißt, wenn man unbedingt einer ist, der das Messer so hält, um eine Scheibe Tomate oder Brot zu schneiden, der kann ruhig auch mal größere Hände haben. Das wird funktionieren. Ja, ein Liner Lock. Eine recht dicke Titanliner. Circa 2 mm würde ich jetzt mal schätzen. Wir haben hier einen Backspacer, massives Titan. Bündig abschließend hier mit den Linern. Wobei leichter Absatz ist da drin, aber wobei das glaube ich auch ein bisschen gewollt ist. Aber es ist wirklich minimal und gleichmäßig vor allen Dingen. Sehr schön finde ich einfach die Lösung hier für ein Lanyard, dass nicht einfach hier einfach eine Querbohrung gemacht worden ist, sondern hier wurde der Backspacer so ausgearbeitet und in den Linern ist ein Stift drin, wo halt die Schlaufe durchgezogen werden kann. Und ich finde das immer schön. Beziehungsweise hässlich finde ich das, wenn hier wie zum Beispiel bei diesem Quaken das Lanyard drum gewickelt wird und dann hat man hier irgendwie etwas Störendes. Und ich habe da so eine Macke, wenn ich das Messer irgendwie hinlege, das Messer muss dann irgendwie so flach aufliegen. Deswegen, ich habe da so eine Präsentationsplatte für mich selber, so eine Ablage. Da liegen die Messer alle mit dem Clip nach oben, damit einfach hier so etwas Krummes nicht passiert. Aber ich weiß, ich habe eine Macke. Und hier ist es auf jeden Fall nicht so. Das Lanyard fließt schön nach hinten hin und passt wirklich absolut. Flipper-Tab ist ganz klein gehalten. Hier die Klingenwurzel und ein Teil der Klingenwurzel. Schön bündig mit den Linern. Klingenlänge könnte länger sein, aber hier mit dem Backspacer ist es schon in Ordnung. Und das ist wirklich kein Messer mit einer zu kleinen Klinge. Klinge ist zentriert. 97% vielleicht. Bisschen links gerichtet, aber ist absolut kein Problem. Die Kugellager arbeiten, ouch, hervorragend. Wir haben einen recht starken Detent. Das ist auch beim Sigi der Fall. Anfangs fand ich das Flippen etwas anspruchsvoll, aber mittlerweile habe ich das, da habe ich die Technik mir so angeeignet. Dementsprechend läuft das Messer sehr gut. Die Feder, der Lockbar, der übt ordentlich Druck aus, deswegen absolut kein Klingenspiel in keine Richtung. Das ist wirklich absolut massiv gefertigt. Dementsprechend ist aber auch der Klingengang nicht so leicht. Ist nicht schlimm auf jeden Fall. Also das geht schon. Ist aber jetzt nicht wie beim Shiro, dass man mit solchen leichten Bewegungen das Messer zum Schließen bringt. Ja, muss man lieben. Ich mag das auf jeden Fall. Da ist eine gewisse Vorspannung. Und schön ist, im geschlossenen oder im geöffneten Zustand oder halb geöffneten Zustand, dass die Klinge kein Spiel hat, nach vorne, also nach oben, nach unten hin. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Also die Vorspannung ist da wirklich absolut genial. Der Detent zieht die Klinge wirklich sauberst ein und kräftig. Also das gibt es auch nicht so oft, finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. Ja, auffällig ist auch, oder nicht auffällig ist auch, dass nirgendwo auf dem Messer irgendwo Anso steht oder Millennium oder irgendwie ein Klingenstahl. Alle Informationen, die sind
im Innenleben eingefräst. Da steht ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Anso. Und da im oberen Bereich, also weiter tiefer, ist eine Nummer eingefräst. Ist eine sehr, sehr komische Nummer. 311083, meine ich jetzt auf die Schnelle mal geguckt. Ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Auch so eine ähnliche Nummer habe ich beim Siggi. Da muss ich mal den Jens Anso anschreiben, mal fragen, was sich da dahinter verbirgt. Mit Sicherheit irgendwie ein Datum oder sowas. Auf jeden Fall recht interessant. Lok steht ungefähr bei 45-40%. Also keine 50% auf jeden Fall. Handlage ist wie gesagt sehr, sehr angenehm. Gut, der Clip, den spürt man, aber halt nicht sehr negativ. Wie eigentlich bei allen Messern mit einem Flipper-Tab im geöffneten Zustand nimmt natürlich der Flipper-Tab viel Platz weg. Gut, hier ist das kein Problem, man hat nach hinten hin sehr viel Platz. Aber ist der Flipper-Tab vom Design her nicht so platziert, aber auch gestaltet, dass es den Griff sehr stört. Ne? Also das klappt schon ganz gut. Auch kann man, wenn man unbedingt will, den Finger dahin setzen, platzieren. Man kann auch wirklich ziehende Schnitte machen, keine drückenden logischerweise. Also wer wirklich präzise arbeiten möchte, der kann das Messer so halten und eben arbeiten. Ja, die Klinge ist absolut genial. Vielleicht nicht von der Optik. Die Optik ist vielleicht ja, weniger aufregend, aber dafür ist sie sehr, sehr funktional. Die hat einen Hohlschliff, ist übrigens ebenfalls einem Stonewash, ganz leichtem Stonewash unterzogen. Wahrscheinlich vorher sogar noch perlgestrahlt und ja, hohlgeschliffen, ein bisschen den Rücken, sehr, sehr fein. Ich habe mit dem Messer nicht geschnitten, außer Papier. Beim Papier ist das kein Problem, solange die Schneidphase hier eigentlich gut gemacht ist. Die ist hier auch in dem Fall gut gemacht. Geht jedes Messer durch Papier ohne Probleme. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt das Messer im Alltag sehr gute Arbeit leistet, weil es einfach sehr, sehr fein ausgeschliffen ist. Und insgesamt ist die Klinge jetzt nicht so brachial wie zum Beispiel bei einem Annex. Das sieht jetzt auf dem ersten Punkt gleich aus, aber das Annex ist da locker 1 mm dicker, weil hier das Annex hat da schon die Phase, was insgesamt dazu führt, dass das Messer schlanker aussieht. Ja, was haben wir noch? Eigentlich nichts mehr. Das Messer funktioniert sehr gut, gefällt mir optisch. Es ist ein Sammlerstück, die Preise sind hier im vierstelligen Bereich, 1500 Euro, 1400 Euro. 1200, ich weiß es nicht. Also kein Schnäppchen, mit Sicherheit etwas für Sammler. Es ist definitiv schon ein wirklich geiles Teil. Ich habe mir jetzt das Böker Mini Quaken besorgt und mein Full-Size Quaken weggegeben, weil ich beim Quaken einfach die Länge als too much empfand. Nicht nur die Länge, sondern insgesamt das Design. Ich würde sagen, dass die Länge bei beiden Messern, also beim Full-Size Quaken und bei dem Millennium, gleich ist. Aber das Millennium wirkt einfach viel weicher durch diese Krümmung, und auch von der Klingengestaltung. Da sieht man hier beim Mini-Quaken eben, ja, dass es sehr, sehr aggressiv ist. Also, das ist auch der Grund, warum ich das normale Quaken weggegeben habe und beim Mini geblieben bin. Gut, bei einem Custom Quaken in Full Size, da würde ich wieder schwach werden und zuschlagen, wenn es gehen würde. Ja, insgesamt muss ich sagen, das Messer ist absolut genial gefertigt. Man hört immer wieder, dass die Fertigungsqualität bei Jens Anso und bei Jasper Voxnes gleich 100% sind. Und ich muss sagen, das kann ich so bestätigen. Alles, was ich hier, wenn ich bemängeln würde, habe ich nicht. Wäre nur eigene Vorliebe. Fertigungstechnik oder technisch sind die Dinger wirklich auf allerhöchstem Niveau. Also kein Spalt, irgendwie keine Unregelmäßigkeiten. Alles sauber entgratet. Gut, beim Stonewash ist es auch kein Problem und auch kein Wunder.
man sieht das schon, dass die Dinger funktionieren wirklich hervorragend. Verglichen mit einem Shiro, würde ich sagen, das ist ähnlich gut. Das Messer ist definitiv, obwohl es wahrscheinlich sogar leichter ist als ein Shiro, irgendwie etwas kräftiger, auch hier vom Rückschlag her. Die Geschwindigkeit vom Shiro ist vielleicht ein bisschen was schneller, aber das ist für mich nicht immer ein Punkt gewesen, wo ich so drauf geachtet habe, sondern das Gefühl beim Flippen. Und ich finde hier das Gefühl eben schon ganz, ganz gut. Also ein bisschen besser als beim Shiro. Aber vielleicht ist das nur eine reine Kopfsache, weil das hier einfach ein Custom ist. Und für mich hat das einfach mental einen höheren Stellenwert als bei einem Shiro, was mittlerweile dann doch einige haben. Na, ganz klar. Ja, da ist der Sammlerwert mittlerweile für mich, aber auch für viele andere auch gesunken. Sieht man auch an den Preisen. Shiros sind früher bis zu 800, 900 € hochgegangen. Jetzt kriegt man teilweise für unter 500 € schon ein Shiro Gorov. Und das muss dann halt auch jeder immer noch für sich selber entscheiden. Shiro Gorov sind absolut geniale Messer, keine Frage. Ich habe jetzt zwei gehabt, zweimal verkauft. Und bin wieder am Überlegen, mir noch eins zu holen. Das ist so eine, nennt man das, Hassliebe. Ohne geht's nicht und mit auch nicht. Mal schauen. Ja, zum Abschluss noch mal ein Größenvergleich. Das Annex. Das ist vom Griff her etwas kürzer, hat eine längere Schneide, längere Klinge. Finde ich von der Geilheit etwas geiler, definitiv. Ist halt etwas verspielter. Und eins meiner Lieblings-EDCs, das Large Swenser in Single. Gleichlänge. Also für mich als EDC in der Regel ein bisschen zu groß, aber wenn es darum geht, das Messer zu benutzen, finde ich diese Größe genial. Entsprechend wird auch dieses Messer genial sein als EDC. Und auch von der Leistung her. Da bin ich auch irgendwie vom Gefühl her, man weiß es natürlich nicht, dass hier die reine Schneidleistung größer ist als beim Insingo. Sorry, dass die Klinge so verschmutzt ist. Ich habe da eben eigentlich drüber geputzt. Naja, gut. So, die Klinge. Vielleicht als Dicke mal so vergleichen. Mal gucken, ob das machbar ist. Ich würde sagen, fast gleich dick, aber auch nur wegen den Einlagen hier. Die Mikrateinlagen. Geniales Teil. Wirklich. Auf jeden Fall, ja, Sven, vielen Dank für alles. Und wenn du das mal abgeben möchtest, melde dich mal bitte. Danke an alle. Bis demnächst. Ciao, ciao.